Wir haben zwei Schwerpunkte im Prinzip. Wir legen einmal den Fokus auf die Naturwissenschaften. Dann kommen noch angrenzende Fächer hinzu, das heißt Informatik und Mathematik. Und einen zweiten Fokus auf die Sprachen, wobei die Oberstufe sich spezialisieren kann, einmal auf die Sprachen oder einmal auf die Naturwissenschaften. Wir legen in den Naturwissenschaften sehr viel Wert auf handlungsorientierten Unterricht. Das heißt, die Schüler entdecken selbstständig naturwissenschaftliche Phänomene an Versuchen und leiten daraus Gesetzmäßigkeiten her. Wir haben die Wissenschaftsräume in unserem neuen Gebäude, was wir 2022 eröffnet haben, ganz neu aufgebaut. Das heißt, hochmodern mit digitalen Geräten, modernen Schülerversuchen. Unsere Schüler machen hier den Abschluss des deutschen internationalen Abiturs. Mit diesem Abschluss kann man in der Schweiz, zum Beispiel in Lausanne, Genf oder auch an der ETH in Zürich studieren. In Deutschland natürlich ebenfalls und auch weltweit sind die Zugänge zu allen Universitäten offen.